Dominik Distelberger ist bereits zum 5. Mal in Götzis am Start. Der 24-Jährige gehört damit zum Stammpersonal beim heimischen Mehrkampf-Großereignis. Ein 9. Platz im Vorjahr war sein bisher bestes Abschneiden. Die Fitness spricht heuer für sein erstes Ergebnis jenseits der 8000 Punkte. Es sind 130 Punkte, was mir fehlen. Die Bestleistung habe ich voriges Jahr in Paris bei den französischen Meisterschaften aufgestellt. Da waren ein paar Disziplinen dabei, wo ich sage, das kann ich eigentlich fast immer besser. Aber es waren auch ein paar gute Disziplinen dabei. Der Wettkampf muss einfach konstant laufen. Und wenn ich in der Nähe von meinen persönlichen Bestleistungen bleibe und nicht zu viele Punkte verliere, dann ist es sehr realistisch. Mit dem Sieg beim Test-Dreikampf am Wochenende in Salzburg hat sich Distelberger in sehr guter Form präsentiert. Dank seiner Ergebnisse im Vorjahr und der aktuellen Einzelleistungen hat der Niederösterreicher seine EM-Nominierung für Zürich bereits in der Tasche. Viel gearbeitet wurde an den Schwächen, die hauptsächlich im Wurfbereich liegen. 7.872 Punkte Bestleistung sollen bald Geschichte sein. Ich habe vorige Woche in Salzburg persönliche Bestleistung im Diskus geschmissen. Im Speerwurf, sage ich mal, fehlt mir jetzt noch die Wettkämpfe, aber im Training ist es auch schon sehr gut gegangen. Und ja, Kugeln muss ich jetzt, sag mal, an die 13 Meter ran. Ich habe ja was anderes auch noch zum Trainieren, nicht nur die drei Würfe. Aber ich glaube, im Sprint bin ich auch gut aufgestellt, weil mein Einstieg über 100 Meter war heuer 10,75 und das war auch ziemlich stark. Nur 2 Jahre jünger als Distelberger ist der 22-jährige Dominik Sidlacek. Dem Wiener mangelt es noch an internationaler Erfahrung, umso größer ist die Vorfreude. Ich freue mich ungemein auf diesen Wettkampf. Ich gehe stressfrei in den Wettkampf. Ich glaube, in Zahlen habe ich keinen großen Druck. Ich bin mal froh, dass ich dabei bin und werde mal zeigen, was ich kann. Es wird sicher, auch wenn momentan noch der Regen da ist, das Wetter etwas besser sein. Es werden auf jeden Fall viele Zuschauer sein. Was sind Sie für ein Athlet? Mögen Sie Zuschauerinteresse, mögen Sie Anfeuerung von außen oder macht es eher nervös? Selbstverständlich mag ich zuschauen, wenn es möglichst viel Wirbel ist. Ich glaube, in dem kann man sich ganz gut orientieren und das motiviert auch einen. Und ich habe bis jetzt immer gute Erfahrungen gemacht, wenn viele Zuschauer da waren und ich hoffe, dass es in Götzis genauso sein wird, weil ich bin mir eigentlich ziemlich sicher. 7.135 Punkte hat Sidlacek als Bestleistung. In Richtung 7.500 könnte es im Sog der Großen gehen.